Okay. Wir haben die Folterkammern also hinter uns. Wir haben die Kugel. Jetzt hängen die hier nicht mehr, ne? Ist doch zum Kotzen. Okay, einfach direkt weiter. Und dann war da ja noch ein anderer Raum zum Erkunden. Oh, scheiße. Ich meine, theoretisch haben wir die Kugel. Können wir die jetzt einfach da vorne einsetzen? Und dann hat sich das erledigt. Das würde mir gefallen, ehrlich gesagt. Okay, jetzt müssen wir noch einmal da drüben gucken. Ich weiß nicht, haben wir die Notiz für ihn eigentlich schon gefunden? Ach, sei ruhig, du hast mich voll erschreckt. Was war das für ein Geräusch? Looks like you cleaned out the choir. Head for the transit and find the rest of our pieces. Agrippa, der sterbende Mann, braucht ein spezielles Tonikum, das ihn rettet. Auf einem Notizzettel, bla 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 bla. Okay, wir brauchen also dieses Tonikum. Wofür war das jetzt? Die restlichen Kugelstücke können im Querschiff gefunden werden. Hä? War ich da nicht schon mal? Was ist das für ein Geräusch? Ach du Heilige. Was ist das? Da ist irgendwas drin. Muss ich es füttern? Ich habe doch Fleisch, ne? Ja. Okay. Ich will das sehen. Fleisch für dich. Wow. Jetzt mit rauf? Mal gucken, ob ich es mit rauf geholt habe. Jetzt haben wir, was ist das, ein Knochen? Oh. Reste. Was machen wir mit den Resten? Verstehe ich nicht. Tür wieder zu. Dankeschön. Das ist das Querschiff jetzt? Ah, okay. Da finden wir dann also den Rest. Ich verstehe. Oh, ja, 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 ja. Also diese Folterkammern haben mir den Rest gegeben vorhin. Was ist das? Das sind nicht noch mehr Folterkammern. How much more am I supposed to withstand? Kill me already! Kill me! This one, prepare him. Oh Gott, hier wurden noch mehr Leute getötet, okay. Scheiße. Oh, was ist hier los? Alter. Die Geräusche! Boah, die gehen ja überhaupt nicht. Oh, ne. Noch mehr fucking Folterkammern. Ne. Ich kann mir das nicht angucken. Kugel. Da war noch was drin. Boah, geht's ihm schon wieder schlecht. Alter. Oh Mann! Der Vergewaltiger hing kopfüber, seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Oh, nee. Nee. Nee, ehrlich nicht. Das ist nichts für mich. Ich finde das ganz, 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 ganz schrecklich. Wirklich. Also das geht überhaupt nicht für mich. Und jetzt sind da noch mehr so Kammern. Und
da sitzt noch einer im Käfig. Der hat wahrscheinlich nur Glück gehabt. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Ja, das kennt vermutlich auch jeder, was das Ding hier tut. No, please! Do anything! Whatever you want! Anything! I'll do anything! I'm innocent! Ja. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich Verbrecher waren. Oder ob der kleine Bastard hier einfach nur wirklich Scheiße gebaut hat. Da ist mein Kugelstück. Ich tu's. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Scheiße, 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 ehrlich. Das ist überhaupt nichts für mich. Das macht mich richtig krank, was hier gerade passiert. So Foltergeschichten ist einfach das Schlimmste, was ich mir überhaupt vorstellen kann, einfach. Okay. Schrank? Muss ich mich jetzt wieder verstecken? Ganz kurz nur. Wenn hier ein Schrank einfach so steht. Zerrissen. Die Frau hier. Oh Gott. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Gut, ich bin hier fertig, ehrlich. Das geht einfach überhaupt nicht klar, was hier abgeht. Kein Stück. Was ist jetzt los? Ich würde gerne hier nochmal gucken, was hier oben ist. Hey, nicht festhängen, komm. Schon wieder so ein abartiges Bild. Was ist hier los jetzt? Hier hat er sich dann gemütlich gemacht, oder was? Schnur. Ja, ich habe das Gefühl, wir brauchen halt noch Zeug,
Für dieses Tonikum, ne? Okay. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich, und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einem Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Ja, mach das. Stirb einfach. Ekel. Zettel. Notizen zur Folter. Es sind einige wenige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit übersteigen. Würde der Willen des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten: Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist, die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, denn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen. Dann warten, bis der Schmerz vorüber ist, und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Okay, Daniel hat vermutlich diesen Amnesietrank bekommen, und zwar richtig derbe. Warum ist die Musik hier jetzt gerade so? Scheiße. Es sind schon wieder diese Krabbelfiecher auf mir drauf. Okay, ich möchte hier raus. Wirklich. Dringend raus. Einfach nur noch da weg. Puh. Okay, Folter kann man hinter uns gelassen. Ein Segen.